Okay, Leute, was kann man jetzt zustellen? Von Mario 3D-Land. Wir steigen direkt in das erste Level der 8. Welt. Ja, Welt 8. Angeblich die schwerste. Kann ich nur bestätigen. Wenn es kaputt geht. Aber ich will da aber nicht stehen. Ja, lecker. Ein Blatt fürs Frühstück, das ich heute noch nicht hatte. Und ich habe direkt noch Mittagessen angefangen. Gut, nicht vergessen, wir suchen auch noch Starcoins. Die erste ist vermutlich hier. Für die Leute schwer, die nicht wissen, dass man über einen Block breite rennen kann, die dann immer springen. Für die ist es natürlich ein bisschen kniffliger. Aber das war auch die erste. Ja, das war so klar. Man hätte es ja ahnen können. Aus welchem Grund fragt ihr? Ja, weil das Spiel halt. Keine Ahnung, was das Spiel mir eigentlich mitteilen will. Und warum sollte man da hinten rein zu den Fuzzis? Zack. Gut, wofür diese hintere Plattform? Ich weiß es nicht, aber ich fand schon verdächtig hier. Also das ist unfair auf einem anderen Niveau. Okay, safe. Da oben links. Da kann man hoch. Das rieche ich. Und dann fällt mir hier immer wieder in den Tod runter. Jedes Mal, wenn ich jetzt auf einen Abgrund laufe, springe ich. Was? Die gab es schon in dem Spiel? Also, ich will das jetzt ja nicht kritisieren, aber ich dachte, das wäre ein neuer 3D-World. Die gibt es safe, wo man richtig miese Starcoin. Der jetzt so wirklich, wirklich richtig mies ist. Ey, mach mich so. Flieg nach da links, weil das ja echt verdächtig aussieht. Hä? Dann hier hinten. Nein. Wofür ist diese Kanone? Damit ich noch ein besonderes Dings finde. Für die. Krank. Einfach nur krank gemacht. Aber ey, ich dachte, ich hätte jetzt da, wo ich jetzt stehe. Da, das wäre das Secret. Nein, das war das Ziel. Man musste erst runtergehen, mit der Kanone nochmal hochschießen und dann irgendwie so zack darüber. Ich habe an sich keine Ahnung. Hangeln und springen. Zwei sehr beliebte Sachen in Mario-Spielen. In Mario-Spielen. Gut, die erste Starcoin schon verpasst. Die zweite auch. Und jetzt endet das Level. Warum endet das Level hier noch nicht? Wollen wir jetzt nicht sagen, dass das Level noch weiter geht? Geh weg! Man erschreckt mich nicht so. Oh nein. Nein, nein, nein. Ganz böse. Wenn man da einmal falsch positioniert ist, kannst du eine Starcoin knicken. Nee. Warum springst du jetzt nach da? Da ist er. Achso, nee, ist kein Ball. Oh, da ist aber so einer. Mehr Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Nein, ich lass dich leben. Du hast mir nichts getan. Zumindest glaube ich das. Oh, ich sehe die Starcoin. Ja, aber. Die ist ja null schwer. Hey, wie soll man denn da rüberkommen, wenn er genau dann in dem Moment feuert, wenn man da steht? Aber hier, hier gibt's ein Item. Das war ein Scherz. Die wollten einen betreuen. Das Item gibt's hier oben. Gut, so war das jetzt nicht geplant, dass ich recht habe, aber.
Was? Ist das für eine Aufgabe? Why? Komm her. Essen. Okay. Jetzt ist es hoch runter und irgendwo random ist die Starcon. Ich hasse dieses Spiel. Spring! Mario! Mario, stopp, stopp, stopp! Mario, Mario, bleib stehen! Bleib stehen! So, jetzt. Das ist Starcon, das ist Starcon, das ist Starcon. Okay, safe. Ich habe alle drei. Bitte, Ziel, Ziel. Bitte, 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 bitte. Bitte! Ziel, Ziel, Ziel. Ich habe Ziel bestellt. Ja, bei Amazon. Wie, das kommt nicht. Das wird mit Hermes geliefert. Ich habe es geschafft. Boah, was für Aufgaben sind denn das? Gut, wir sind kein einziges Mal gestorben. Aber es war trotzdem extrem schwer, weil man einfach die ganze Zeit dieses Gefühl hat, man fällt runter. Aber ich glaube, das sollen solche Spiele auch mit einem machen. Das ist mehr so ein Psycho-Level. 80 Brommer. Haben wir 80? Ach, stimmt. Wir haben das. Bisschen. So wie es aussieht, stehen wir auch schon kurz vor Vollendung. Oh, Seitenblase. Und Maulwürfe und das Ding! Und safe, da drüben ist was. Nein, die wollen einen einfach nur trollen. Warum sind da so viele? Ich kann mir voll gut vorstellen, dass da bloß. Okay. Also, Tanuki bestens ausgerüstet. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die erste Starcon zu erreichen und. Oh nein. Und das hier. Die kann halt so eine Starcon echt überall sein. Der gibt wirklich ein One-Up, wie toll! Gut, ich vertraue mal darauf, dass hier nicht die zweite ist, sondern dass die zweite da hinten ist. Okay. Nein, bitte, geh weg! Maulwurf, bitte! Bitte geh weg! Bitte geh weg! Warum? Bowling? Und dann spawnt die dritte. So viel dazu. Die haben. Hä? Die letzte lag einfach mitten auf dem Weg. Also ohne Tanuki, ihr seid aufgeschmissen. Yes! Und das nächste Level auch schon geschafft. 8 Minuten schon 3 oder 2-3 Level gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme mal die Folgen immer direkt so als 1 auf, schneide die dann in der Mitte auseinander und. Oh, da kommt schon das Geisterhaus. Okay. Und danach eine Burg. Machen wir erstmal das Geist aus und freuen uns darauf, dass wir die Starcoins nicht finden werden. Woo! Yay. Yeah. Oh, es ist schon mal nicht dunkel. Das ist kein gutes. Tetris? Man sich einfach konstant konzentrieren. Warum fühlt es sich an, als hätte ich die jetzt vom. Warum sind hier so viele Blöcke? Weil der in der Mitte 10.000 Mal springbar ist. Das aber nicht alles geschafft. Dass wir bloß. Hier mit einer Frage. Boah, wie gemein.
Oh, das ist überhaupt nicht fies oder so. Aber wir haben so... Es ist wirklich die erste. Boah, und diese Dinger. Ist die letzte, hier ist die letzte. Ich riech das doch. Ich riech das. Ich werde so sterben. Ich geh durch. Ohne Tanuki ist das Ganze natürlich viel einfacher. Klar, der Tanuki. Da ist wirklich noch. Da ist. Echt. Ihr macht doch kein Licht. Und warum sterbt ihr nicht, wenn ich euch Feuer ins Gesicht werfe? Das hat's gebraucht. Ha, ausgetrickst. Wenn man halt einfach schon weiß, auf was auf einen zukommt. Gut, das ist jetzt eher mies und fies. Okay, wir haben's. Checkpoint! Ja! Ja, Checkpoints sind zum Essen da, falls ihr das noch nicht wusstet. Oh. Gib mir den Stern! Gib mir! Ey! Der hat einen Tanuki, ja. Oh nein. Oh nein! Aber wir haben Tanuki, wir können Geister anschauen. Ey, geh doch weg. Geh doch weg. Da oben. Hab's gesehen. Das bringt mir nichts. Ich brauch die letzte. Die letzte dritte. Star! Da? Hä? Ja. Nein. Ey, wenn ich die nicht bekomme. Mega, ich guck dich an! Wir wissen, Bank und der Bankräuber, ich guck dich an. Uhus an der Bank werden nicht erschossen, werden angeguckt. Ist schon schlimm genug. Wo hab ich mich gerade erschrocken, ey. Okay, das. Mega ins Ziel. Safe! Atmen! Puh! Gut, Leute! Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie doch gerne positiv mit dem Daumen, der da irgendwo unterhalb dieses Rahmens hier platziert ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!